Der Hilferuf der Lehrer der Grundschule Aue-Fallstein in Hessen bei Osterwiek im Landkreis Harz ist ein außergewöhnlicher Brief. Ein Brief, in dem extreme Vorgänge geschildert werden. Seit August 2017 soll es sie geben. Beschrieben werden sie mit Worten wie Körperverletzungen und Schlägereien, Sabotage und unerlaubtes Verlassen des Unterrichts, Gefühlskälte gegenüber Mitschülern, mittlerweile täglich. Wohlgemerkt, es geht um diese Grundschule und das Verhalten einiger 6- bis 10-jähriger Schüler hier. Die Eltern, die wir heute Morgen sprechen konnten, sind fassungslos. Eigentlich fühlen sich meine Kinder, ich habe 2 Stück hier in der Schule, total wohl. Und ich bin ein bisschen eigentlich schockiert auch. Ich habe selber mit Lehrlingen zu tun, da musst du auch hinterher sein. Ja, das ist überall dasselbe, glaube ich, dass es immer krasser wird. Scheinbar können die Lehrer nur bedingt handeln. Auch Mandy Bäsel, die Elternvertreterin, beschreibt dramatische Zustände. Dass Kinder sich vielleicht auch gar nicht mehr trauen, in die Schule zu gehen, weil sie Angst vor Mitschülern haben, weil sie geschlagen werden. Die Lehrer haben keine Handhabe so richtig. Ja, es ist eigentlich schade für eine Grundschule, dass es so weit kommen musste, dass man an die Öffentlichkeit geht. Filmaufnahmen auf dem Schulgelände untersagt die Direktorin heute Morgen. Zu den Vorfällen an der Grundschule äußern will sie sich auch nicht. Das zuständige Landesschulamt schreibt uns aber auf Nachfrage, zur angesprochenen Problematik an der Grundschule Hessen gibt es schon seit längerer Zeit Gespräche zwischen der Schulleitung, der Grundschule Hessen und dem Landesschulamt. Scheinbar ohne Erfolg. Von den Schülern ist gar keine Rede. Immerhin 163 Mädchen und Jungen lernen dort. Inzwischen beschäftigt sich das Kultusministerium damit. So weitergehen kann es in der Tat nicht. Vor Ort ist die Situation relativ kompliziert. Die Lehrer der Grundschule Aue-Fallstein wollen zukünftig härter durchgreifen. Ist das der richtige Weg? Eins ist klar, es können nicht einzelne Kinder einen ganzen Klassenverband sprengen. Und dementsprechend müssen dort auch Maßnahmen durchgeführt werden. Da müssen jetzt wieder alle an einen Tisch und von außen muss Expertise rein, um die Ursachenforschung zu betreiben, damit die Probleme da zeitnah in den Griff bekommen werden. In der nächsten Woche sind entsprechende Fachleute vor Ort. Ob sie die unglaublichen Zustände in der Grundschule in den Griff bekommen, wird sich zeigen. Für all die Kinder, die nicht als Störenfriede in Erscheinung treten, wäre es jedenfalls ein Segen.